Eichzaun. Das sind den einzelnen Stäbe, die seht ihr da hinten an der Seite. Und noch dahinter. Besser zu verarbeiten. Also wir machen zum Beispiel hier, schmieden wir den Sand selber aus dem Stab. Wärmen, sehr richtig, heiß machen. Kann man den Eisen aufsägen? Oh, man kann Eisen sägen. Jetzt machen wir hier eine Bandsäge. Und die Bandsäge hat jetzt den Eisen übergesägt. Jetzt habt ihr hier überall so ein Grat, scharfe Kanten. So, guck mal, da ist hier, kann man sich sehr schneiden dran. So ein Bart sagt man auch dran, so ein Grat. Bandschleifer wegmachen. Ich habe schon ein Schleifband. Das ist auch sehr lang. 2 Meter lang ist das. Und wenn ich die jetzt anmache, Achtung, mal guter Kraft, dann dreht das sehr schnell. Dann schleife ich den Grat hier weg. Da haben wir jetzt eine Faser dran. Da ist der Unterschied. Mein Werkstück hier runterlegen. Und drück jetzt hier mal. Lange drückt halt. Ja. Und jetzt wieder loslassen. Jo. So, was der alles kann, was stark der ist. Was? Jemand anderes? Hier. Du fragst, wo das Loch drin ist. Ja? Da ist wie beim Locher, das fällt unten drunter im Locher, da hat er die ganzen Konfetti drin. Das haben wir hier auch. Wir haben eine Dose, da will das Loch haben. Das sah doch so aus, dass es ein Loch ist. Wie man der Bleistift spitzt. Mit Spitzer. Voll mit Spitzer haben wir hier. Wir haben nun den Hammer. Die Hämmer sind schräg. So, auch so und so. Das heißt, wir haben einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Und dann ist das spitz. Jetzt musst du gucken. Ne? Nimmst du bei deinem Schlamm rüber. Stopp. Also ich gucke ja ganz rüber. So, perfekt. Ne? Ah, wieder ein bisschen zurückfliegen. Wieder ein R. So ist es. Eigentlich ist es ja R.
kann man korrigieren. Nur ein ganz bisschen. Ganz bisschen.